Servus und hallo zum neuen Spotlight. Wir brauchen mal einfach nicht lange drum herum reden. Heute schauen wir uns meiner Meinung nach einen der besten Dark Rides an, die jemals im Planet Coaster gebaut wurden. So, so viel zu dem Thema. Ihr seht also, ich kenne diesen Ride. Ihr habt mir den schon mal angeschaut, lange bevor es meinen YouTube-Kanal gab. Beziehungsweise lange bevor ich Spotlights gemacht habe. Bin den gefahren, kenne den, habe Vorstellungsvideos von anderen gesehen, zum Beispiel vom Knork, glaube ich, die haben vorgestellt. Sprich, ich kenne diesen Ride. Warum will ich ihn dann trotzdem noch zeigen? Ganz einfach, ich habe mir schon länger vorgenommen, den Ride zu zeigen, habe es irgendwie nie geschafft und so, und vor kurzem hatte ich ja was gezeigt vom FSF Ranger. Das ist der Ersteller FSF Ranger, Link in der Videobeschreibung, und habe mir gedacht, hey, jetzt zeig's ihn. Und ich glaube, es ist auch ein, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Es ist ein guter Zeitpunkt, weil zurzeit ist oder war ja noch Sparprogramm auf meinem YouTube-Kanal. Infovideo habt ihr bestimmt schon gesehen, und deswegen so zum Ende des Sparprogramms, bevor es wieder regulär weitergeht, nochmal eine Hammer-Kreation vorstellen, ist ein guter Zeitpunkt, finde ich. Heißen tut das Ganze, wie sie auch im Thumbnail steht, Night of Damnation. Bevor sich jetzt irgendwer fragt, ist der Bildschirm kaputt, was ist los, ich sehe nichts, das ist der Startscreen. Seht ihr gleich warum. Ich lese mal vor, was er so auf Steam geschrieben hat, beziehungsweise fasse mal zusammen. Die Story ist quasi, wir und unser Team sind eingeladen worden, in der Nacht da in so eine Geistervilla zu schauen und eine vermisste Frau zu finden, weil der Mann der Frau wird beschuldigt, dass er mit dem Verschwinden was zu tun hat. Und wir sollen dann mal schauen, was da los ist. So ganz grob zusammengefasst die Story. Interessant wird's bei, was er so geschrieben hat. Er hat halt geschrieben, er ist hier stolz und endlich fertig, und es sind über 200.000 Szenerieteile verbaut und über 1.000 Triggers, also Auslöser. Es ist keine aktuelle, kein aktuelles Workshop-Objekt, logisch. Es wurde hochgeladen 2018, und zwar am 11. März 2018. Und ihr kennt es ja, wenn ihr was runterladet, so Kreation aus dem Workshop hat immer ein paar Kilobyte, wenn es mal mehr ist, vielleicht mal 5 bis 10 Megabyte. Dieses Teil hier hat 20 Megabyte, über 20 Megabyte. Aktuelle Einzelaufrufe 20.642. Aktuelle Abonnenten 12.377. Aktuelle Favoriten 265. Die Wahrscheinlichkeit ist also doch etwas hoch, dass ihr das Ding schon kennt. Ist mir egal, ich will das jetzt fahren. Ich hoffe, die Frames machen mit. Und FSF Ranger, schöner Gruß an dieser Stelle. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das Teil vorstelle. Aber jetzt will ich es einfach ansehen. Habe irgendwas zu sagen vergessen, irgendwas essentiell Wichtiges, außer dass es einfach grandios ist. Wie gesagt, ich kenne das Ding schon, und ja. Ach ja, über 100 Kommentare und ja, einfach 5 Sterne auf Steam von 425 Bewertungen. Und warum ist hier schwarz? Weil es einfach ein Bildschirm ist. Mal kurz das wieder demarkieren. So, einfach als
Startscreen, dass man nicht gespoilert wird. Gespoilert. Und dahinter sehen wir. Ich habe Pause. Nicht nur in ihr Pause drin. Dahinter sehen wir das schöne Schloss. Schön am Tag. Alles friedlich. Und. So, Kamera. Ach ja, ich glaube, es kommt ohne Toolkit-Teile aus. Bin mir aber absolut nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht und es ist mir auch komplett wurscht. Extra runterladen musste er keine, was aber nichts heißt, weil ihr sehr viel abonniert habt zurzeit. Toolteile. Und natürlich 13.14 Uhr. Echt jetzt? Ich bin mir sicher, er hat die Zeitmaschine verwendet, wenn es die damals schon gab. Ich schalte trotzdem auf 22 Uhr, weil 22 Uhr ist die Nachtzeit. Ich hoffe, ihr habt nichts kaputt gemacht. So, gut, Interface ausblenden. Ich schaue nicht großartig rum, wir gehen direkt rein. Und... ich bin total begeistert und ich freue mich, dass ich es zum Laufen gebracht habe. Er hat wirklich sehr, sehr, sehr lange geladen, was aber einfach nur an meinem Rechner liegt. Zwischendrin dachte ich, er sei abgestürzt, verreckt, irgendwas. Hätte mich nicht gewundert. So, hier seht ihr den Detailgrad. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich schaue mir aber, wie gesagt, gar nicht großartig um. Das können wir gerne nachher noch machen. Ich will jetzt einfach damit fahren. Hier ist Quick Pass, das braucht man nicht. Ich habe nur immer Pause drin, sonst habe ich keine Frames mehr. Was mir gerade auffällt, der Quick Pass ist länger als der direkte Weg. Schauen wir nochmal. Ups. Nirgends durchglitschen. Hier beginnt gleichzeitig der Quick Pass und der reguläre Anstehweg. Wenn wir im Quick Pass sind, müssen wir hier nochmal einmal rundherum gehen. Und der direkte Weg geht direkt daher. Das finde ich fast schon lustig. So. Stopp. Testen. Stopp. Testen. Reinsetzen. Pause raus. Los geht's. Gesagt, los geht's. Ich sage jetzt nicht an jeder Stelle, boah, ist das großartig, ist das genial, das ganze Ding ist einfach super. Bin so ein kleines bisschen, ja, begeistert. Normalerweise muss ich ja alles und immer kommentieren und rummeckern, aber das mache ich hier einfach nicht. Ich genieße hier tatsächlich einfach die Fahrt. Wenn jetzt irgendwer sagt, ja, aber so toll ist es, aber jetzt nicht, bau was Besseres.
egal wo man hinsieht, es ist halt komplett alles voll mit Details. Mit den Tool-Teile bin ich mir nicht sicher, aber bisher habe ich nichts gesehen, was irgendwie sagt, ja, ich bin ein Tool-Teil. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob 2018, ob es da schon Tool-Teile gab. Es sieht einfach, ich bin total, jedes Mal wieder, wenn ich sehe, ich bin so begeistert. Wobei es zugegeben schon lang her ist, dass ich das letzte Mal die Fahrt gesehen habe. Ich glaube, das war bei irgendeiner Vorstellung. Der Effekt ist ziemlich cool, das Blut, das da runterläuft. Das ist einfach alles Wahnsinn.
keine Ahnung, wie lang die Fahrt jetzt schon ist. Geschätzt 5 Minuten, 10 Minuten, ich weiß es nicht. Und halt komplett durchthematisiert. Und Ende. Bitte alle aussteigen. Fünfhundertvierundzwanzig Sekunden, knapp 10 Minuten. 9 Minuten und ein paar zerquetschte. Mega gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach genial. FSF Ranger, mega. Also, ja. Was ich noch machen möchte, das Ding, jetzt machen wir tatsächlich mal Tageslicht. Um uns anzusehen, welche Ausmaße das Ganze hat. So. Und zwar vom. Hier ein Hügel. Und es ist reicht ja vollkommen, wenn man es von vorne sieht. Ich meine, ich habe es angeklickt. Ich hätte es nicht anklicken sollen. Ich habe mir nur gedacht. Klick es nicht an. Ich weiß, es ist sehr, sehr, sehr unhöflich, wenn man das Ding jetzt einfach zerlegt. Wirklich sehr unhöflich. Ihr habt es aber gesehen, nur die Vorderfront hat knapp 30.000 Teile. Was verschiebe ich hier jetzt alles? Dieses Teil hier. Nur dieses Teil. Knapp 30.000 Teile. Klick es nochmal an. Hoffe, dass der Rechner nicht abstürzt. 28.900 Teile. Gibt es nur Fragen? Gut. Bauen wir wieder hin. Wollte ich nur mal zeigen, wie hoch detailliert die Dinger sind. Was ich jetzt mache, bringt wahrscheinlich meinen Rechner zum Schmelzen. Ich baue eine Display-Ablaufsteuerung hier hin. Sequenz erstellen. Jetzt wird er schmelzen. Display-Gruppe hinzufügen. Verbinden. Verfügbare, auslösbare 1700. Ich habe jetzt mit wesentlich mehr gerechnet. Aber das hat mich jetzt interessiert, wie viel auslösbare Teile das er hat. 1700. Das muss ein Bug sein, oder? Gut. Wollen wir nur reingehen und wollen wir es uns im Detail anschauen? Nein, wollen wir nicht. Also wollen schon, das mache ich dann auch, aber nicht in diesem Video, weil ladet euch das Ding selber runter, schaut es euch an, schreibt einen Kommentar, Link wie immer in der Videobeschreibung.
Ich wollte es einfach mal zeigen, auch wenn schon was Älteres ist. Ich weiß nicht, ob man es aus dem Video rausgehört hat, aber ich bin so ein kleines bisschen begeistert. Das war Night of Damnation. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.